Sol tarafından girsek tamam. İçeri giriyoruz. Evet. Kibrit gibi. Ama sen içeri girmeden düz bıçak değil. Evet. Bu önünü arkaya gideceksin. Tamam, evet. Arkama doğru gideceğim. Zaten tamam. Oradan çıkış yok. Mecbur buzlara evet. Çarpıyorsun. Sind wir auf den Bergen, es geht runter. Lars, meine Mama. Hallo Mama! Und hier ist mein Vater und Sammy. Und hier, warte mal, ich zeige euch das mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss das ausrichten. Eins, zwei. Hier unten. Guck mal, wie tief das hier reingeht. Ich habe überhaupt keine Winterstiefel an, aber hey, was soll's. So Freunde, es ist ein bisschen windig und ich habe kein Windmikrofon. Ich weiß, ich hätte mir eins kaufen sollen. Aber wie schön ist das denn hier? Total genießen. Es ist windig und stürmisch. Und ich hoffe, dass die Aufnahme, wie ich von diesem Skiteil gefallen bin, ziemlich cool geworden ist. Oh Mann, ist das windig. Wer übrigens meinen Bruder abonnieren möchte, Sammy Kai Hanschelig auf YouTube. Ich verlinke ihn. So, da unten ist meine Mama irgendwo. Komm, wir gehen mal zu ihr hin. Hier bin ich. Oh. Ey, die Kamera wackelt nicht. Aber... ich wackel. Dafür habe ich geguckt. Wie geht's dir? Wie ist das für dich? Bist du schon durchgefroren? Nein, nein, es macht richtig Spaß. Du bist nicht durchgefroren? Nee, das nicht. Warte. Mal, ich wiege eigentlich so, ich ziehe eigentlich so 36, ja? Also, aber da ich so dick angezogen bin. Ich auch. Ich habe eigentlich 10 Kilo abgenommen. Sammy, komm her. Er hat so eine leckere Schokolade, die heißt Albene. Auf Deutsch, nimm mich. Kommst du? Oh, Hilfe, ich bin im Loch gelandet. Nein. Gehen wir runter. Boah, nein, ich bin so durchgefroren. Das war alles für die Blindline Family. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Bein ist weg. Ach, Bruder, hab ich nicht. Oh mein Gott. Oh, es ist so geil! Es ist so geil! Nimmt das jetzt ein dramatisches Ende mit Blind Life? Es ist ein letztes Video geworden. Achso, oh! Nur mal zur Vorstellung. Es geht hier locker einen Meter runter. Und teilweise ist der Schnee so weich, dass man richtig eintaucht. Das Ding ist, ich habe ein verdammtes Gimbal, da seht ihr gar nicht, wie das wackelt. Oh mein Gott! Ich bin so durchgefroren. Ja! Oh, es ist kalt. Ist das kalt? Ich muss die Kamera wegpacken, Leute. Ich melde mich gleich wieder. Ich habe jetzt gewechselt auf meine wasserdichte Kamera. Was? Geht er mir auf Kino? Oh mein Gott! Alter! Oh. Okay Leute, das ist Training. Ich muss auf die Kamera wechseln. Aber ich muss auf die wasserdichte Kern wechseln. Weiter! Woher geht ihr mein Kino? Warum? Ich wollte mich extra ins tiefe Schnee bringen. Ja, was ist schon im Schnee? Boah! Scheiße! Sag mal nicht! Wir werden es schaffen! Wir werden es schaffen, Leute! Oh! Der Schnee wird immer tiefer! Der Schnee wird immer tiefer! Oh! Und mag Jörg! Leute, mich schütteln. Meine Hände frieren. Das ist das letzte Video von Blind Life. Ich glaube, ich werde es. Ich sind auf 2400 Metern. All meinen Fans, danke. Danke, dass ihr mein Musikvideo gefeiert habt. Und die paar Dislikes. Ah, scheiße. Oh, es ist tief. Es ist tief. Ich komme. Guck mal. Hier, Freunde, da ist Wasser. Vorsicht, meine Hose ist voll. Deine Hose ist auch voll. Yeah. Aber wir müssen weiter, ne? Also komm, umdrehen und weitergehen. Los geht's, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen. Puh. Mittlerweile haben wir wieder festeren Boden. Und hinter uns folgt gleich die Sonne.
Berg und Tal sind wir gegangen. Und jetzt seht ihr hinter uns die Sonne. Ich spüre wieder ein bisschen Wärme. Ich bin wirklich kaum, das ist kein Witz. Ich gehe langsam. Aber hey, wir haben Albany-Schokolade. Damit hätte ich überlebt ein paar Tage. Aber das mit dem Fluss war echt gefährlich. Also, ich gehe jetzt mal hier raus. Eigentlich kann man auch mit dem Handy hier vloggen, wisst ihr das? Eigentlich reicht das auch. Egal, ich gehe dann mal wieder unter festen Boden. Und dann zur Seilbahn. Wir haben es geschafft. Wir haben wieder das Licht der Welt erblickt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Oh. Wir haben es geschafft. Ich bin eingeschlafen. Und weiter geht's. Okay, Spaß, ich bin nicht eingeschlafen. Sehr gut. Okay, auf jeden Fall, es geht weiter. Es geht weiter. Ja, ist für dich? Oh nein, wir müssen ihn retten. So, wir sind wieder an der Seilbahn. Jetzt geht uns zurück. So, und jetzt sind wir hier alle drin. Ich habe sogar noch jemanden kennengelernt, der auch blind ist. Ein bisschen mit ihm mich unterhalten, ziemlich cool auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal runter. Jetzt geht's nämlich weiter runter. So, jetzt geht's nämlich wieder 2400 Meter weiter runter. Und unten brauche ich ein Restaurant. Ich habe so Hunger, glaub mir mal. Ich bin mega am Verhungern. So, der eine ist jetzt emotional geworden. Der hat sich jetzt überlegt, hier Musik abzuspielen in dem Wagen und ein bisschen zu trauern. Vielleicht hat er seine Freundin verlassen. Niemand weiß. Jetzt sind wir noch kurz mit der Familie hier unten angekommen und wollen noch so mal ein Foto abholen. Mein kleiner Bruder. Geht's wieder besser? Geht's dir besser? Er hört mich nicht, wisst ihr? Er hat nämlich wegen dem Druck. Weil er von 2400 Metern innerhalb von 10 Minuten runter, das ist schon ein bisschen was, ne? Wir holen uns jetzt ein, zwei Fotos und dann springen wir wahrscheinlich in ein Taxi. Und dann geht's wieder da zum Busbahnhof, wo wir schon mal waren. Ihr kennt das mittlerweile, kennt ihr das schon. Und dann geht's da was zu essen wahrscheinlich noch und dann wieder zurück. Herkes küfür edenler, laf söyleyenler, kızanlar. Bist du in der Kamera? Sieht man dich? Ja. Wie fandst du es? Ganz toll. Komm, lass uns weitergehen. Ich erzähle mal ein bisschen was. Wir gehen jetzt was essen. Sammy wollte Fast Food. Da müssen wir Fast Food essen, ne? Vielleicht finden wir auch was anderes. Oh. So. So, wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit, dann müssen wir den Bus wieder nehmen. Und zwar den kleinen Bus, der uns dann wieder zum Dorf bringt. Jetzt sind wir genau gegenüber von einem Busbahnhof. Hier ist nämlich ein Riesenzentrum. Also ihr müsst wissen, in der Türkei, in den Großstädten gibt es nicht ein Zentrum, sondern irgendwie gleich drei Zentren nebeneinander, die dann mega groß sind. Also das ist alles ein bisschen überproportioniert alles. Aber muss auch sein, weil gerade in Zentren einer Stadt sehr viele Menschen leben. Also Busse hat eigentlich, wie viel? 1, über eine Million, 2 Millionen? Es kommt auch mal, Ballungszentrum ist aber viel dichter und viel mehr Menschen auf einem Haufen als in Hamburg zum Beispiel. Ja? Also egal, ich gehe jetzt was essen. Wir sehen uns gleich. Okay, ich bin jetzt doch bei dem großen M gelandet. Ja, okay. Das große B oder das große M ist eigentlich völlig dasselbe. Aber. Ja, ich muss hin. Das ist abholen, glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich für ein Royal TS mit Pommes und Cola 25 TL gezahlt. Diese 30 TL, ja, 32 TL sind 10 Euro, also weniger als 5 Euro. 4,50 Euro oder sowas. Ja, ist ein bisschen günstig. Also für mich als Tourist. Nachdem wir fast auf den Bergen verschollen waren, haben wir jetzt uns einen Burger gegönnt.
Muss ja auch mal sein. Naja, was soll's. Fast Food, fast gegessen. Mein Bruder hat auch gegessen. Und jetzt geht's ab zum Bus. Wir haben nur noch 13 Minuten. Wir müssen noch quer durch das gesamte Einkaufszentrum, in den Busbahnhof, quer durch bis zu Nummer 23 oder so. Keine Ahnung. Hm? Wir sind jetzt fast da. Wunderbar. Noch ein paar Minütchen. Dann fährt aber auch der Bus los. Let's go. Sol tarafından girsek, tamam. İçeri giriyoruz. Evet. Kibrit gibi. Ama sen içeri girmeden düz olacak değil. Evet. Ya bu önünü arkaya gideceksin. Tamam, arkama doğru gideceğim. Zaten tamam. Oradan çıkış yok. Mecbur bu evet. Sıra çarpıyorsun. Şimdi buradan sağ tarafa. Okay, ich habe gerade Mobilitätstraining gehabt. Wie ich von den 23 numaralı herhalde. Evet. Wie ich von den Bussen, also von den kleinen Bussen, die jetzt vom Dorf aus hier hinfahren, nach Armutlu, nach Bursa fahre quasi. Und da vorne ist auch schon unser Bus. Also steigen wir mal ein. Wir sind jetzt im Bus. Ich stehe mal kurz auf. Ihr seht es vielleicht hinter uns. Ja, das ist der Bus. Natürlich hier wieder mit cooler Innenraumbeleuchtung. 1,5 Stunden noch fahren. Und dann sind wir da. War doch ein cooler Tag, oder? Ja. Wunderbar. Wir sind jetzt da. Dann geht's ab nach Hause. Oben, Simi. So, wir sind jetzt zu Hause. Ab nach Hause, hinter uns ist der Bus. Warte. Und da fährt er auch schon. So. Cool. Oh, das ist unser Hund. Das ist unser Hund, der hat uns gehört. Nein? Das ist ein anderer Hund. Ach so. Ich dachte, eingeschlafen bestimmt. Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, wir sind gleich zu Hause. Und zu Hause wieder mit dem Hund spielen. Guck mal. Ach, den hat man so vermisst, ey. Toprak hat uns gerade natürlich angesprungen und keine Ahnung was und hat uns natürlich auch vermisst. Wir hatten einen mega, mega coolen Tag. Ich hoffe, es war für euch auch sehr schön im Video. Hä? Sehr schön im Video zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. La Lambasende. Ha. Jetzt ist wieder Licht an. So, auf jeden Fall bedanke ich mich. Wünsche euch viel Spaß. Die Leuchte ist gerade ausgegangen. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Boom. Wir sehen uns. Boom. Kopfnuss. Ciao.